Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Das Canisius-Kolleg, die Odenwaldschule, Kloster Ettal. Immer wieder muss die Öffentlichkeit mit Entsetzen feststellen, dass sexueller Kindesmissbrauch keine Randerscheinung in unserer Gesellschaft ist. Tatsächlich geschieht er mitten unter uns. In Schulen, Kindergärten, Sportvereinen, in Kinderheimen, ja, und sogar innerhalb der Familie. Als ehemalige Staatsanwältin kann ich Ihnen erzählen, dass ich ja aus meiner Tätigkeit mit Schrecken mitgenommen habe, wie viele Fälle sexuellen Missbrauch es gibt in doch einem überschaubaren geografischen Raum. Und dabei ist es so, dass die meisten Taten gar nicht zur Polizei oder zur Staatsanwaltschaft, zu Gericht kommen. Seit ich im Bundestag bin und für das Thema zuständig, haben mir ganz viele Menschen aus meiner Umgebung, aus dem Bekanntenkreis, von ihren Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch erzählt. Eigenen Erfahrungen oder Erfahrungen von Angehörigen. Seitdem weiß ich, ja, das ist ja fast ein Massenphänomen. Und es ist uns lange Zeit nicht so bewusst gewesen. Überall kann es passieren, jederzeit, in allen gesellschaftlichen Schichten, viel häufiger, als wir denken. Und häufig über Jahrzehnte. Und weil keiner das Schweigen bricht, wird es weitergeführt. Und das Grauen findet kein Ende. Wenn Sie sich die Täter anschauen, die diese sexuellen Neigungen haben, und diejenigen, die das auch ausleben, die machen das nicht nur einmal im Leben und nicht nur bei einem Kind. Weil wenn das Kind älter ist, kommt das nächste dran. Nach Bekanntwerden der Fälle in den letzten Jahren hat sich einiges getan. Zahlreiche Einzelmaßnahmen wurden ergriffen, Initiativen wurden gestartet zur Stärkung der Rechte der Opfer, zur Verbesserung der Prävention, zur Erforschung dessen, ja, wie es überhaupt dazu kommen kann, zu einem sexuellen Missbrauch. Doch all das ist noch nicht genug. Wir wissen, die Täter, die diese Neigung haben, wer wollen häufig diese wieder ausleben. Es ist also völlig klar, dass es weiter dazu kommen kann. Was können wir tun? Jeder muss im Rahmen seiner Möglichkeiten das machen, was er leisten kann. Niemand darf verdrängen, niemand darf vertuschen und niemand sollte verdrängen. Und es gilt zum einen für die Organisationen, Institutionen, sonstige Einrichtungen. Ansprechen möchte ich in diesem Zusammenhang einen Fall, ja, der erst mich vor einigen Wochen eingeholt hat. In der Presse war zu lesen, dass UN-Blauhelm-Soldaten sexuellen Kindesmissbrauch verübt haben. In Zentralafrikanischer Republik, in Haiti. Offenbar wurden da Informationen nicht richtig weitergegeben. Offenbar wurde da nicht angemessen reagiert. Selbst da. Und deshalb ist es wichtig, dass man hier in diesem Bereich auch klare Kante zeigt und diese Null-Toleranz-Politik nicht nur auf dem Papier, sondern auch wirklich umsetzt. Maßnahmen sich intern setzt, aber auch ernsthaft und aktiv umsetzt. Es ist auch wichtig, dass diese Fälle immer wieder in die Öffentlichkeit kommen. Tja, das sind gefragt die Journalisten, aber auch die Eltern und die Schulleiter, dass sie den Mut haben, das anzusprechen, selbst wenn die eigene Schule betroffen ist. Dann ist natürlich die Politik gefordert. Auch da muss der Gesetzgeber überall da tätig werden, wo es für ihn einen Weg gibt. Ich spreche da zunächst das Strafrecht an. Die Straftatbestände müssen so formuliert sein, dass keine Strafbarkeitslücken da sind, dass es zu keinen Grauzonen kommt, dass die Strafe angemessen ist und dass den Strafverfolgungsbehörden geeignete Ermittlungsmethoden zur Verfügung stehen. Die Bekämpfung der Kinderpornografie haben wir schon angesprochen. Nur eins, der Höchststrafrahmen, 3 Jahre, Diebstahl liegt bei 5, den halte ich immer noch für zu niedrig. Und wenn man sieht, dass in der Praxis sehr häufig ein Kinderpornografieverfahren eingestellt wird gegen Geldauflage, ich sage ja nur, Edati lässt grüßen, dann wird jeder verstehen, dass das, abgesehen vielleicht von dem Fall Edati, wo inzwischen jeder diese Person kennt, nicht wirklich geeignet ist, um diesem Problem Herr zu werden. Eigentlich müssten da eine kurze Mindestfreiheitsstrafe vorliegen. Eigentlich müsste man da reingehen mit einer kurzen Freiheitsstrafe auf Bewährung mit der Auflage Therapie. Nicht, weil ich glaube, dass wir die sexuelle Neigung abtherapieren kann, aber es muss ein Druck bestehen, den Umgang mit dieser Neigung zu lernen.
Cybergrooming ist das nächste Thema, wo wir versuchen nachzuarbeiten. Wenn sich ein Polizist im Internet ausgibt als Kind und da ist ein Täter und er will sexuelle Handlungen und nimmt zu diesem Zwecke den Kontakt mit diesem vermeintlichen Kind auf, dann ist es nicht strafbar. Also ganz ehrlich, das finde ich absolut unverständlich. Ich freue mich, dass wir auch da in der Koalition weiterreden. Natürlich muss das Opfer den Mut haben, das haben wir jetzt schon ganz oft gehört. Und genau da setzt die Aufarbeitungskommission an. Es wird demjenigen einen Raum gegeben, damit er sich aussprechen kann. Man möchte von diesen Erfahrungen lernen. Und ich möchte mich bedanken nochmal, wie all die anderen Vorgänger auch, bei den Opfern, die Mut und die Kraft haben, das zu offenbaren und auch langfristig zum Beispiel in Strafverfahren durchzuhalten. Die Bedeutung der Aufarbeitung darf nie unterschätzt werden. Aber lassen Sie mich, ich sehe, meine Zeit läuft langsam ab, noch eins sagen. Es geht nicht nur darum, Geld in Institutionen zu stecken, sondern auch da, wo die Hilfe vor Ort ist. Ganz wichtig, wir haben in Hof eine Einrichtung, die kämpft gerade um ihre Finanzierung, die Schutzhöhle. Und da müssen wir auch vor Ort sein, nicht nur bei den Institutionen, bei denen, die vor Ort die Arbeit mal leisten. Denn das ist entscheidend, ob das Opfer lebt und es schafft, das irgendwie zu verarbeiten, oder ob, wie hat mir ein Opfer gesagt, der sexuelle Missbrauch ist ein Sterben auf Raten. Lassen Sie uns gemeinsam die Schritte tun. Die Aufarbeitungskommission ist der erste, aber es folgen hoffentlich noch viele weitere. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist Kerstin Tack, SPD-Fraktion.